Denn der Titel ist: Werden Sie Eingang in das Reich Gottes finden? Werden Sie Eingang in das Reich Gottes finden, ist die Frage. Christus verspricht der Gemeinde, wie er es in Lukas persönlich gesagt hatte, dass er der Gemeinde, die den philadelphischen Geist innehat, dass er sie in das Reich Gottes bringen wird. Und wir lesen das in Offenbarung 3. Offenbarung 3, wir beginnen mit Vers 7 und lesen bis 13. Und den Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe: Das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der hat den Schlüssel Davids, der auftut und niemand schließt zu, der zuschließt und niemand tut auf. Ich kenne deine Werke, siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan und niemand kann sie zuschließen, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich werde schicken einige aus der Synagoge des Satans, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern sie lügen. Siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen sollen, zu deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe, weil du mein Wort vor der Geduld bewahrt hast, weil auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird, über den ganzen Weltkreis zu versuchen, die auf Erden wohnen. Siehe, ich komme bald, halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes, und er soll nicht mehr hinausgehen, und ich will auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen des neuen Jerusalems, der Stadt meines Gottes, die vom Himmel herabkommt, von meinem Gott, und meinen Namen, den neuen Namen. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist der Gemeinden sagt. Also hier geht ganz klar heraus, dass wir, wenn wir den philadelphischen Geist haben, in das Reich Gottes eingehen werden. Wir werden in seinem Tempel mit dabei sein. Und die Säule des Tempels, der uns sagt, ich will dich zur Säule machen, heißt, wir haben eine sehr innige und eine kraftvolle Verbindung zu Gott. Und ich möchte jetzt nochmal die Frage stellen: Ist eine Mitgliedschaft in der Gemeinde aus Philadelphia, der wahren Kirche Gottes, eine Sicherheit, dass man in das Reich Gottes kommen wird? Und werden diese alle aus der wahren Kirche Gottes am Ort der Sicherheit ihren Platz finden? Alleine diese Zugehörigkeit, ist das für uns eine Sicherheit? Schauen wir uns an, was Paulus den Ephesern erklärt. Wir beginnen in Epheser 1 und Vers 1, und ich lese aus der Luther 1984. Paulus, ein Apostel Christi Jesu, durch den Willen Gottes an die Heiligen in Ephesus. Die Gläubigen in Christus Jesus, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Zunächst muss man hier erkennen, was auch in jedem einzelnen Brief von dem Apostel Paulus getan wird, dass er immer wieder eine Dualität anspricht und keine Dreieinigkeit. In jedem Brief schreibt er immer: Seid gegrüßt im Namen des Gott, des Vaters und des Herrn Jesus Christus. Er sagt nie durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist keine Person. Er erwähnt es auch nicht. Aber lesen wir weiter in Vers 4. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollen. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein,
durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat, in dem Geliebten, Vers 7. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden, nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen, in aller Weisheit und Klugheit. Sie können selbst die Parallelstelle hierzu lesen, in Kolosser 1 und Vers 14. Lesen wir weiter Vers 9, denn Gott hat uns wissen lassen. Und die Frage ist, haben wir das auch verstanden, das Wissen, das er uns gegeben hat? Das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, da kommen wir auch noch drauf, denn er zuvor in Christus gefasst hatte, es war zuvor bestimmt für Jesus Christus, um ihn auszuführen. Schauen wir auf Galater 4. Gehen wir gemeinsam zu Galater 4. Wir kommen aber dann gleich auch wieder zurück zum Epheser. Zunächst Galater 4 und Vers 4. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan. Jesus Christus unter das Gesetz getan. Damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste, damit wir die Kindschaft empfingen. Ich lese nochmal mit Vers 10 in Epheser 1. Um ihn auszuführen, wenn die Zeit erfüllt wäre, dass alles zusammengefasst würde in Christus, was wir gerade gelesen haben, was im Himmel und auf Erden ist. Aber auch in Römer bestätigt uns Paulus nochmal, dass es Gottes Ratschluss ist. Römer 8, gehen wir gemeinsam in Römer 8 und lesen die Verse 28 bis 31. Wir wissen aber, die Frage ist immer, wissen wir das auch? Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, da kommen wir auch noch drauf, dass wir gleich sein sollen, seines Sohnes Jesus Christus, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann wieder uns sein? Wir sind gerecht gemacht worden durch unsere Taufe. Lesen wir weiter in Epheser 1, Vers 11. Epheser 1, Vers 11. In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir etwas sein zum Lob seiner Herrlichkeit, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. Vers 13. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist, welcher ist das Unterpfand unseres Erbens. Wir sind natürlich nicht dann versiegelt worden zum Zeitpunkt unserer Berufung, sondern wir sind versiegelt worden zum Zeitpunkt unserer Taufe, direkt. Vers 14, welcher ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Christus ist das Unterpfand. Und er, da er die Anzahlung war für unsere Erlösung. Christus hat sein Leben gegeben und hat unseres damit teuer erkauft, dass wir erlöst werden von der Sünde.
Gehen wir auch zu 2. Korinther Kapitel 1. 2. Korinther Kapitel 1 und lesen wir Vers 21 bis 22. 2. Korinther 1. Gott ist aber, der uns festmacht, samt euch in Christus und uns gesalbt, uns verspiegelt und in unsere Herzen als Unterpfand den Geist gegeben hat. Aber auch in Kapitel 5, Vers 5, Kapitel 5 und Vers 5, der uns aber dazu bereitet hat, das ist Gott, der uns als Unterpfand den Geist gegeben hat. Aber auch zur Erlösung von der Sünde lesen wir in Kolosser 1, und die Verse 12 bis 14. Mit Freuden sagt Dank dem Vater, der euch tüchtig gemacht hat, zu dem Erbteil des Heiligen im Licht. Er hat uns errettet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, indem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Gehen wir auch zu Galater 1. Schauen wir auch Galater 1 und die Verse 3 bis 5. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Hier auch wieder Dualität. Der sich selbst für unsere Sünden dahingegeben hat, dass er uns errettete von dieser gegenwärtigen bösen Welt nach dem Willen Gottes, unseres Vaters. Dem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Gott, der Vater, hat uns also durch den Opfertod Jesu Christi errettet, sodass wir in das Reich Gottes eingehen werden. Alles super. Muss ich ja nichts mehr tun, als warten, bis Christus zurückkommt. Das ist ja easy. Ist das wirklich? Ist das wirklich alles? Welche Warnung gibt uns Paulus? Galater 1 und dann lesen wir Verse 6, lesen wir weiter bis 10. Mich wundert, dass ihr euch so bald abwenden lasst von dem, der euch berufen hat in die Gnade Christi zu einem anderen Evangelium. Obwohl es doch kein anderes gibt, nur dass einige da sind, die euch verwirren und die euch verwirren wollen und das Evangelium Christi verkehren. Aber auch wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch ein Evangelium predigen würden, das anders ist, als wir es euch gepredigt haben, der sei verflucht. Wie wir eben gesagt haben, so sage ich abermals, wenn jemand euch ein Evangelium predigt, anders als ihr es empfangen habt, der sei verflucht. Predige ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe? Oder suche ich Menschen gefällig zu sein? Wenn ich noch Menschen gefällig wäre, so wäre ich Christi Knecht nicht. Und Paulus erklärt in Vers 7, dass einige da sind, die uns verwirren und das Evangelium Christi verkehren wollen. Und da liegt auch die Gefahr. Was sagt uns Petrus dazu? 2. Petrus 2. 2. Petrus 2. Und lesen wir Vers 1 bis 22, das ist das gesamte Kapitel von 2. Petrus 2.
Es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch sein werden falsche Lehrer, die verderbliche Irrlehren einführen und verleugnen den Herrn, der sie erkauft hat. Schauen wir, Christus sagt uns, lasst euch nicht verführen. Lasst euch nicht beirren. Es werden einige kommen und sagen, dass ich der Christus bin. Aber sie geben euch ein falsches Zeugnis. Und er sagt auch, die euch verleugnenden Herrn, der sie erkauft hat. Er hat uns erkauft durch unsere Taufe. Durch die Taufe ist Jesus Christus auch für denjenigen gestorben. Die werden über sich selbst herbeiführen ein schnelles Verderben, diese Lügner. Und viele, Vers 2, werden ihnen folgen in ihren Ausschweifungen, um ihretwillen wird der Weg der Wahrheit verlästert werden. Und aus Habsucht werden sie euch mit erdichteten Worten zu gewinnen suchen. Das Gericht über sie bereitet sich seit langem vor. Und ihr Verderben schläft nicht. Denn Gott hat selbst die Engel, die gesündigt haben, die Dämonen heute, nicht verschont, sondern hat sie mit Ketten der Finsternis in die Hölle gestoßen und übergeben, damit sie für das Gericht festgehalten werden. Und hat die frühere Welt nicht verschont, sondern bewahrte allein Noah, den Prediger der Gerechtigkeit, mit 7 anderen, als er die Sintflut über die Welt der Gottlosen brachte. Und hat die Städte Sodom und Gomorra zu Schutt und Asche gemacht und zum Untergang verurteilt und damit ein Beispiel gesetzt den Gottlosen. Für uns heute ein Beispiel gesetzt den Gottlosen, die hernachkommen würden. Wir sind auch von diesenjenigen, die hernachkommen würden. Und hat den gerechten Lot errettet, dem die schändlichen Leute viel Leid antaten mit ihren ausschweifenden Leben. Denn der Gerechte, der unter ihnen wohnte, musste alles mit ansehen und anhören und seine gerechte Seele von Tag zu Tag quälen lassen durch ihre bösen Werke. Der Herr weiß die Frommen aus der Versuchung zu erretten. Wenn wir in die Versuchung kommen, wird Gott für uns da sein. Und das muss uns klar sein. Gott ist derjenige, der uns aus jeder Prüfung, aus jeder Versuchung hilft. Die Ungerechten aber festzuhalten für den Tag des Gerichts, um sie zu strafen. Am meisten aber die, die nach dem Fleisch leben, in unreiner Begierde und jede Herrschaft verachten, frech und eigensinnig, schränken sie nicht davor zurück, himmlische Mächte zu lästern. Wo doch die Engel, die größere Stärke und Macht haben, kein Verdammungsurteil gegen sie vor dem Herrn bringen. Aber sie sind wie die unvernünftigen Tiere, die von Natur dazu geboren sind, dass sie gefangen und geschlachtet werden. Sie lästern das, wovon sie nichts verstehen, und werden auch in ihren verdorbenen Wesen umkommen und den Lohn der Ungerechtigkeit davontragen. Sie halten es für eine Lust, am hellen Tage zu schlemmen. Sie sind Schandflecken, schwelgen in ihren Betrügereien, wenn sie mit euch prassen, haben Augen voll Ehebruch, immer satt der Sünde. Locken an sich leichtfertige Menschen, haben kein Herz getrieben von Habsucht, haben ein Herz getrieben von Habsucht. Verfluchte Leute, sagt Petrus. Sie verlassen den richtigen Weg und gehen in die Irre und folgen dem Weg des Biliams, des Sohnes Beors, der den Lohn der Ungerechtigkeit liebte. Empfing aber eine Strafe für seine Übertretung. Das stumme Lasttier redete mit Menschenstimme und wehrte der Torheit des Propheten. Sie können das lesen in, was damals geschah, in 4. Mose 22, Verse 7 bis 35. Also es hieß, Biliam soll das Volk Israel verfluchen. Und er war nicht in der Lage, weil Gott immer wieder angegriffen hat. Und er konnte es eben nicht verfluchen, sondern hat es noch gesegnet. Vers 17, das sind Brunnen ohne Wasser und Wolken, vom Wirbelwind umhergetrieben, ihr Los ist die dunkelste Finsternis. Denn sie reden stolze Worte,
hinter denen nichts ist, und reizen durch Unzucht zur fleischlichen Lust diejenigen, die kaum entronnen waren, denen, die im Irrtum ihr Leben führen, und versprechen ihnen Freiheit, obwohl sie selbst Knechte des Verderbens sind. Sie sind Knechte der Sünde. Denn von wem jemand überwunden ist, dessen Knecht ist er geworden. Wenn wir Sündes tun, dann sind wir der Knecht der Sünde. Dann sind wir der Knecht von Satan, weil wir seinen Willen tun, weil wir die Sünde tun, die Gott eben nicht will. Denn wenn sie durch die Erkenntnis ihres Herrn und Heilands, Jesus Christus, entflohen sind, dem Unrat der Welt, werden aber wiederum in diesen verstrickt und von ihm überwunden, dann ist mit ihnen am Ende ärger geworden als zuvor. Denn es wäre besser für sie gewesen, dass sie den Weg der Gerechtigkeit nicht erkannt hätten, als dass sie ihn kennen und sich abkehren von dem heiligen Gebot, das ihnen gegeben ist. Schauen wir. Zunächst spricht er auch Getaufte an. Aber es heißt auch, es wäre besser für sie gewesen, sie hätten den Weg der Gerechtigkeit nicht erkannt. Wenn sie heute den Weg der Gerechtigkeit erkannt haben und sie ihn tun, wenn sie hier heute sind und dies alles mitbekommen, weil sie es verstanden haben und kehren sich dann ab, wird es für sie schlimmer wie jener, der noch gar nichts weiß. Auch wenn sie nicht getauft sind. Man muss eben aufpassen, wo man hineinkommt. Wir lesen das auch in Lukas 12, Vers 47 bis 48. Lukas 12, Vers 47 bis 48. Der Knecht aber, der den Willen seines Herrn kennt. Wenn wir den Willen Gottes kennen und haben ihn verstanden, hat aber nichts vorbereitet, noch nach seinem Willen getan, der wird viel Schläge erleiden müssen. Wer ihn aber nicht kennt, das ist das, was ich gerade gesagt habe, wer ihn aber nicht kennt, wer nichts davon weiß und getan hat, was Schläge verdient, wird wenig Schläge erleiden. Er wird nicht so schwer bestraft werden, wie derjenige, der es gekannt hat. Denn, wem viel gegeben ist, bei dem wird man auch viel suchen. Und wem viel anvertraut ist, von dem wird man auch umso mehr finden. Paulus sagt über die Predigerschaft, dass wenn sie ihr Werk nicht richtig tun, dass von uns mehr von Gott erwartet wird und die Strafe dessen dann höher sein wird, wenn wir es nicht tun. Deswegen muss man auch immer aufpassen, wenn man gedenkt, unbedingt ein Prediger sein zu wollen. Manchen hat das schon rausgetrieben, weil er einer sein wollte und ist es nicht geworden. Lesen wir weiter mit Vers 22. An ihnen hat sich erwiesen die Wahrheit des Sprichworts: Der Hund frisst wieder, was er gespien hat, und die Sau wälzt sich nach der Schwemme wieder im Dreck, oder besser, die richtige Übersetzung, im Kot. Wunderbar. Wir müssen verstehen, dass Christus nur einmal gekommen ist, um für uns auch zu sterben. Gehen wir zu Hebräer 9. Hebräer 9, wir lesen die Verse 27 bis 28. Und wie den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so ist auch Christus einmal geopfert worden, der Sünden vieler wegzunehmen. Also alle die Sünden wegzunehmen, bei denen, die getauft werden, die Christus angenommen haben. Zum zweiten Mal wird er nicht der Sünde wegen erscheinen, sondern denen, die auf ihn warten, zum Heil. Und ich hoffe, wir alle warten auf Jesus Christus und versuchen nicht mit der Welt mitzuschlemmen und uns auch nicht beirren zu lassen und auch nicht Diskussionen einzugehen. Und da kommen wir auch noch drauf.
Lesen wir weiter Hebräer 10, Vers 26 bis 28. Er sagt, denn wenn wir mutwillig sündigen, wenn wir wissen, es ist definitiv eine Sünde und tun es aus Trotz, ja, ist egal, ich will das jetzt aber. Nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, haben wir hinfort kein anderes Opfer mehr für die Sünden, sondern nichts als ein schreckliches Warten auf das Gericht und das gierige Feuer, auf die der Widersacher verzehren wird. Wenn jemand das Gesetz des Mose bricht, muss er sterben ohne Erbarmen auf zwei oder drei Zeugen hin. Wenn wir uns von Gott abwenden und wollen der Sünde wieder schwelgen, haben wir kein anderes Opfer mehr als ein Warten auf das schreckliche Gericht. Petrus sprach aber auch vom Weg der Gerechtigkeit. Der Weg Gottes und seiner Gerechtigkeit, der durch das Evangelium Gottes gepredigt wird mit all seinen Geboten, Rechtsvorschriften und Satzungen. Und Christus sagt, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe, noch nicht mal ein Satzzeichen, nicht ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis alles geschieht. Alles bleibt so lange bestehen. Im Millennium bleibt alles bestehen. Nach der zweiten Auferstehung bleibt alles bestehen. Alle Gesetze, alle Satzungen, alle Rechtsvorschriften. Und erst zum Ende, wenn das himmlische Jerusalem kommt und alles sind Geistwesen und alles ist Geistwesen, dann findet es erst sein Ende, nicht vorher. Aber wenn alle vom Evangelium sprachen, was wissen wir vom Evangelium? Was ist das Evangelium? Was bedeutet das Evangelium? Und was war das Evangelium, von dem Paulus, aber auch Lukas unter Beweis stellte? Gehen wir zunächst in Markus 1. Markus 1 sagt uns, wessen Evangelium es ist. Markus 1, Vers 1. Dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus. Es ist das Evangelium Jesu Christi, dem Sohn Gottes, wie es geschrieben steht in den Propheten. Und er zitiert dann Jesaja, aber auch Matthäus 9 und Vers 35. Matthäus 9, Vers 35. Und Jesus ging ringsum in alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Kranken und alle Gebrechen. Er predigte das Evangelium vom Reich Gottes. Matthäus 24, lesen wir das auch. Matthäus 24 und Vers 14. Und es wird gepredigt werden, dieses Evangelium vom Reich Gottes in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker und dann wird das Ende kommen. Wir heute predigen immer noch das Evangelium vom Reich Gottes. Schauen wir uns an, wie Lukas es definiert oder bestätigt in Apostelgeschichte 1. Apostelgeschichte, von Lukas geschrieben, Kapitel 1, Vers 1 bis 3. Den ersten Bericht habe ich gegeben, lieber Theophilus, von all dem, was Jesus von Anfang an tat und lehrte, bis zu dem Tag, an dem er aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Weisung gegeben hatte. Ihnen zeigte er sich nach seinem Leiden bei seiner Auferstehung. Oder nach seiner Auferstehung. Durch viele Beweise als der Lebendige und ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang nach seiner Auferstehung und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Er predigte weiterhin das Evangelium vom Reich Gottes. Apostelgeschichte 28.
Apostelgeschichte 28. Und lesen wir Vers 23 bis 31. Und als sie ihm einen Tag bestimmt hatten, kamen viele zu ihm in die Herberge, zu Paulus. Da erklärte und bezeugte er ihnen das Reich Gottes und predigte ihnen von Jesus aus dem Gesetz des Mose und aus den Propheten und vom frühen Morgen bis zum Abend. Lesen wir auch Vers 31. Oder machen wir Vers 30, dann sehen wir den Inhalt. Paulus aber blieb zwei volle Jahre in seiner eigenen Wohnung, zu dem Zeitpunkt war er in Rom, in seiner eigenen Wohnung und nahm alle auf, die zu ihm kamen, predigte das Reich Gottes und lehrte von dem Herrn Jesus Christus mit allem Freimut ungehindert. Aber auch Römer 1 zeigt uns, Römer 1 und Vers 16. Er sagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben. Die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Aber auch wir heute sind durch die Taufe geistliche Israeliten. Das Reich Gottes ist eine wachsende Familie, die ihren Eingang im Reich Gottes, das hier auf Erden errichtet wird, als Geistwesen finden wird. Lesen wir es in Lukas 13. Lesen wir es in Lukas 13. Und die Verse 18 bis 21. Mit was kann man das vergleichen? Er sprach, Christus sprach, wem gleicht das Reich Gottes? Und womit soll ich es vergleichen? Es gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und in seinen Garten säte. Und es wuchs und wurde ein Baum. Und die Vögel des Himmels wohnten in seinen Zweigen. Schauen wir uns ein anderes Gleichnis an in Vers 20. Und wiederum sprach er, womit soll ich das Reich Gottes vergleichen? Es gleicht einem Sauerteig. Und hier muss man aufpassen, hier hat der Sauerteig nichts damit zu tun, dass es Sünde ist, sondern er spielt auf etwas anderes hinaus. Es gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter sich einen halben Zentner Mehl mengte, bis es ganz durchsäuert war. Was Christus hier anspricht, ist das Wachstum. Das Wachstum, den Zugang zum Reich Gottes. Gott vermehrt sich durch sich selbst. Haben wir auch im Laubhüttenfest schon gehört. Aber wenn wir diese heilsnotwendige Botschaft über das Evangelium nun verstanden haben, ist das dann genug? Reicht dieses Wissen aus, um in das Reich Gottes einzugehen? Es langt natürlich nicht. Es gehört viel mehr dazu, als nur das zu verstehen. Die Frage, die man sich stellen sollte, ist, wie fest stehe ich in der Wahrheit Gottes? Paulus sagte, wer glaube, er stehe, sehe zu, dass er nicht falle. Und wie schnell sind manche schon gefallen? Kann ich den Bedrängnissen, die auf uns zukommen, bestehen? Kann ich ihnen entgegenstehen? Wenn ich mir heute diese Restriktionen angucke, welche Verordnungen hier kommen und manche jetzt schon mit allem Zorn und Wut rangehen, kann ich vor Verwirrung standhaft sein? Tue ich vielleicht selbst Verwirrung anrichten und merke es nicht? Oder lasse ich mich wie eine Fahne im Wind umhertreiben, mal ist es gut, mal ist es nicht gut. Ah, ich gucke mal da wieder rein, dann gucke ich da mal wieder. Diskutiere ich gerne über das Evangelium vom Reich Gottes?
Weiß ich so viel, dass ich diskutieren muss, dass ich andere belehren muss? Schauen wir uns an, was Paulus uns sagt. Wir beginnen mit Titus 1. Titus 1, das hat einige schon zum Fall gebracht. Wir haben das erlebt in den ganzen Jahren, wo Diskussionen entstanden sind, das ganze Wissen breit rauszutreten, obwohl Christus sagt, es ist ein Geheimnis. Wir sollen das eben nicht tun. Titus 1, die Verse 10 bis 16. Denn es gibt viele freche, unnützige Schwätzer und Verführer. Besonders die aus den Juden, denen man das Maul stopfen muss, weil die ganze Häuser verwirren und lehren, was nicht sein darf, um schändlichen Gewinns willen. Also bei vielen Juden ist eben das Problem, dass sie viele eigene rituelle Dinge haben, die sie heute noch transportieren und noch schlimmer geworden ist. Aber auch andere tun das. Lesen wir weiter Vers 13. Dieses Zeugnis ist wahr. Aus diesem Grund weise ich sie scharf zurecht, damit sie gesund werden im Glauben und nicht achten auf die jüdischen Fabeln und die Gebote von Menschen, die sich von der Wahrheit abwenden. Vers 16. Sie sagen, sie kennen Gott, aber mit den Werken verleugnen sie ihn. Ein Gräuel sind sie und gehorchen nicht und sind zu allem guten Werke untüchtig. Auch in Titus 3 und Vers 9. Von törichten Fragen aber, von Geschlechtsregistern, von Zank und Streit über das Gesetz, halte dich fern, denn sie sind unnütz und nichtig. Halte dich fern von unnützen Streit und Diskussion. 1. Korinther. 1. Korinther 11. Haben wir alles schon gehabt. Alles gesehen, alles erlebt, über alles geärgert. 1. Korinther 11, Vers 16. Ist aber jemand unter euch, der Lust hat, darüber zu streiten? Oh, die haben wir gehabt. Oh, wir waren da schon da. So soll er wissen, dass wir diese Sitte nicht haben, die Gemeinden Gottes auch nicht. Wir haben diese Sitte eben nicht. 1. Timotheus 6. 1. Timotheus 6. Und die Verse 3 bis 5. Wenn jemand anders lehrt und bleibt nicht in den heilsamen Worten unseres Herrn Jesus Christus und bei der Lehre, die dem Glauben gemäß ist, der ist aufgeblasen und weiß nichts, sondern hat die Seuche der Fragen und Wortgefechte, daraus entspringt Neid, Hader, Lästerung, böser Argwohn, Schulgezänk solcher Menschen, die zerrüttete Sinne haben und der Wahrheit beraubt sind, die meinen Frömmigkeit sei ein Gewerbe. Aber auch 2. Timotheus 2. 2. Timotheus 2. Und Vers 14. Daran erinnere sie und ermahne sie inständig vor Gott, dass sie nicht um Worte streiten, was zu nichts nütze ist, als die zu verwirren, die zuhören. Hören sie nicht mal zu. Wenn ihnen jemand etwas anderes sagt, ja, aber ich weiß es ja besser. Nein. Hören sie sich das nicht an. Alles nur aufgeblasener Schwachsinn. 2. Timotheus 3, Vers 5. Sie haben den Schein der Frömmigkeit, aber deren Kraft verleugnen sie. Solche Menschen meide. Vers 7. Die immer auf neue Lehren aus sind und nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Können sie auch nicht, weil sie nicht Gott den Vater haben und Jesus Christus, sondern haben eigene Ideen. 2. Johannes. 2. Johannes 9 bis 11. Hat nur ein Kapitel. 2. Johannes 9 bis 11. Wer darüber hinausgeht, über die Wahrheit hinaus und bringt eigene Ideen und bleibt nicht in der Lehre Christi, der hat Gott nicht. Wer in dieser Lehre bleibt, der hat den Vater und den Sohn. Wenn jemand zu euch kommt
und bringt die Lehre nicht, so nehmt ihn nicht ins Haus und grüßt ihn auch nicht. Denn wer ihn grüßt, wer Anteil mit ihm hat, der hat Teil an seinen bösen Werken. Wir müssen alle Acht geben, aber auch auf sich selbst und für andere. Hat auch Herr Sperzel schon in seiner Spitzbrechung erklärt. Schauen wir 2. Petrus 3. 2. Petrus 3. Und die Verse 14 bis 18. Darum, meine Lieben, während ihr darauf wartet, seid bemüht, dass ihr vor ihm, vor Jesus Christus, unbefleckt und untadelig im Frieden befunden werdet und die Geduld unseres Herrn erachtet für eure Errettung, wie auch unser lieber Bruder Paulus nach der Weisheit, die ihm gegeben ist, auch geschrieben hat. Davon redet er in allen Briefen, in denen einige Dinge schwer zu verstehen sind, welche die Unwissenden und Leichtfertigen verdrehen, wie auch die anderen Schriften zu ihrer eigenen Verdammnis. Ihr aber, meine Lieben, weil ihr das im Voraus wisst, und wir müssen das verstehen, so hütet euch, dass ihr nicht durch den Irrtum dieser ruchlosen Leute samt ihnen verführt werdet und fallt aus eurem festen Stand, wenn wir fest stehen. Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes, Jesus Christus. Ihm sei Ehre jetzt und für ewige Zeiten. Amen. Wenn wir eines im Laufe der Zeit gelernt haben, dass viele falsche Menschen unter uns waren und versucht haben, andere zu verwirren, die nicht immer ehrlich waren, da ein bisschen geflunkert, aber so wie draußen in der Welt, hier ein bisschen Unwahrheit, da eine Notlüge, da eine Schutzlüge. Die Frage ist, tun wir das auch? Oder halten wir uns davon fern? Gänzlich fern. Wir haben schon immer gesagt, eine Lüge ist und bleibt eine Lüge. Egal wie groß oder wie klein. Sie ist eine Lüge. Es gibt keine Schutzlüge und es gibt auch keine Notlüge. Es gibt auch nicht kein Flunkern, wenn man es ernst meint. Es ist eine Sünde und damit vermassle ich mir den Eintritt in das Reich Gottes. Wenn das, was wir tun, nicht wahrhaftig, nicht real, nicht von Herzen, wenn es unliebsam, treulos, wenn wir unachtsam und es unwichtig in uns erscheint und wir es auch so herausleben, dann kommen wir nicht in das Reich Gottes. Das muss man verstehen. Gott wird und hat bereits viele, hat die Spreu vom Weizen getrennt. Viele sind gegangen, mit Hader, mit Zorn, falschen Ideen. Wenn wir alle Gebote Gottes halten, aber die Liebe zu sich selbst, Christus sagt, wir sollen uns selbst lieben, liebe dich selbst wie deinen Nächsten, und unseren Nächsten nicht achten, kommen wir nicht in das Reich Gottes. Er sagt, es bringt nichts, wenn ein Armer zu dir kommt, der keine Kleidung hat, und du gibst ihm zu essen, sag, geh in Frieden, aber gibst ihm nichts zum Anziehen, kommst du nicht in das Reich Gottes. Das ist unbarmherzig. So kann man sich viele Beispiele nehmen. Schauen wir uns eine Aussage von Paulus an in 1. Korinther. 1. Korinther 13. Da
Das ist auch eine Hymne, die wir haben und auch schon des Öfteren gesungen haben. 1. Korinther 13, Vers 1 bis 2. Wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingelnde Schelle oder eine hohle Schelle. Da würde klingen wie eine hohle Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte den Glauben, so dass ich Berge versetzen könnte und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und er würde den Eingang des Reich Gottes nicht bekommen. Matthäus 7. Lesen wir auch Matthäus 7. Matthäus 7 und Vers 22 bis 23. Es werden viele zu mir sagen, an jedem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Haben wir nicht mit Worten gesagt, dass wir dich lieben? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch noch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Man kann so viel tun, aber auch vieles falsch. Schauen wir an, was Johannes uns erzählt in 1. Johannes 3. Und das ist auch sehr wichtig zu verstehen. 1. Johannes 3, die Verse 1 bis 24. Wir lesen das ganze dritte Kapitel. Er sagt, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen, und wir sind es auch. Darum kennt uns die Welt nicht, denn sie kennt ihn nicht. Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Durch die Taufe sind wir Gottes Kinder, und wir bleiben Gottes Kinder, wenn wir darin bleiben. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden, welche Ämter wir haben werden, welche Aufgaben uns zugeteilt werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir werden Gottwesen sein. Und ein jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich, wie auch jener rein ist. Wer Sünde tut, der tut auch Unrecht. Und die Sünde ist das Unrecht. Und ihr wisst, dass er erscheinen ist, dass er erschienen ist, damit er die Sünden wegnehme. Und in ihm ist keine Sünde. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Kinder, lasst euch von niemandem verführen. Wer Recht tut, der ist gerecht, wie auch jener gerecht ist. Wer Sünde tut, der ist vom Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Und dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Wer aus Gott geboren ist, der tut keine Sünde. Kann er ja auch nicht mehr. Wenn er geboren ist, ist er Geistwesen und kann nicht mehr sündigen. Denn Gottes Kinder bleiben in ihm und können nicht sündigen, denn sie sind von Gott geboren. Dann sind wir Geistwesen. Wenn wir geboren sind, sind wir Geistwesen. Noch sind wir gezeugt. Daran wird offenbar, welche die Kinder Gottes und welche die Kinder des Teufels sind. Wer nicht Recht tut, der ist nicht von Gott. Und wenn ich seinen Bruder lieb hat, denn das ist die Botschaft, die ihr gehört habt von Anfang an, dass wir uns untereinander lieben sollen. Nicht wie Kain, der von dem Bösen stammte und seinen Bruder umbrachte. Und warum brachte er ihn um? Weil seine Werke böse waren und die seines Bruders gerecht, weil seine Opfergaben für ihn zunächst nicht so toll waren wie das, was Abel gegeben hat, und er wurde neidisch darum. Und der Neid hat ihn dazu gebracht,
den Abel umzubringen. Wundert euch nicht, meine Brüder, wenn euch die Welt hasst. Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben gekommen sind. Denn wir lieben die Brüder. Wer nicht liebt, der bleibt im Tod. Wer seinen Bruder hasst, der ist ein Totschläger. Und ihr wisst, dass kein Totschläger das ewige Leben bleibend in sich hat. Und daran haben wir die Lehre, haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns gelassen hat und wir sollen auch das Leben für die Brüder lassen. Wenn aber jemand dieser Welt Güter hat und sieht seinen Bruder darben, das was ich gerade gesagt habe, dieses Beispiel, und schließt sein Herz vor ihm zu, wie bleibt dann die Liebe Gottes in ihm? Meine Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten, noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. Schauen wir uns dieses Beispiel an. Jakobus 2, Vers 15, dann kommen wir auch gleich wieder zurück. Jakobus 2, die Verse 15 bis 16. Wenn ein Bruder oder eine Schwester Mangel hätte an Kleidung und an der täglichen Nahrung, und jemand unter euch spräche zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch. Ihr gebt ihnen aber nicht, was der Leib nötigt hat. Was könnte ihnen das helfen? So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Glaube ohne Werke ist tot. Lesen wir weiter in 1. Johannes, Kapitel 3, Vers 19. Daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind und können unser Herz vor ihm damit zum Schweigen bringen. Dass, wenn uns unser Herz verdammt, Gott größer ist als unser Herz und erkennt alle Dinge. Ihr Lieben, wenn uns unser Herz nicht verdammt, so haben wir Zuversicht zu Gott. Und was wir bitten, werden wir von ihm empfangen. Denn wir halten seine Gebote und tun, was von ihm wohlgefällig ist. Und das ist sein Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes Jesus Christus und lieben uns untereinander, wie er uns das Gebot gegeben hat. Und er hat es uns gegeben. Sie lesen das in Johannes 15, Vers 17. Lesen wir weiter, Vers 24. Und wer seine Gebote hält, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und daran erkennen wir, dass er in uns bleibt, an dem Geist, den er uns gegeben hat. Gott, der Vater, hat uns den Geist gegeben. Die Kraft, die von ihm ausgeht, um das zu tun, was Gott wohlgefällig ist. Seine Gebote zu halten, festzustehen, nicht zu diskutieren, bleiben wir in der Wahrheit. Tun wir das, was Gott wohlgefällig ist und lassen uns nicht verwirren, sodass wir Eingang in das Reich Gottes gewährleistet bekommen.